Nächste Woche filmen wir auf dem Friedhof, teilte mir Nadim am Telefon mit. Eine super Location, sagte ich. Wenigstens müssen wir nicht befürchten, von den Toten angeschrien zu werden. Sei dir da nicht so sicher, erwiderte er. Als ich zu unserem 5. Drehtermin loszog, war der Winter bereits vorbei und in den Bergen Jerusalems roch man die Blüten des Frühlings. Nadim wollte noch eine Kleinigkeit in einem nahen Café essen, bevor wir zum Friedhof fuhren. Unsere Toten haben keine Cafeteria, sagte er lächelnd. Diesmal achtete er darauf, unser Treffen gleich von Anfang an aufzunehmen. Der Friedhof ist eine tolle Idee. Dort lässt es sich gut erzählen, lobte ich ihn. Ich hoffte, ich würde an jenem stillen Ort endlich mehr über seine Mutter erfahren, vielleicht sogar über einen seinen Onkel, der im Unabhängigkeitskrieg gefallen war. Ich hoffte, dort würde Nadim auch mir zuhören. Vielleicht bekäme ich ja die Möglichkeit, ihm einige meiner Toten vorzustellen. Nachdem wir das Café verlassen hatten, fuhren wir zum Friedhof. Nadim ließ die Kamera nicht sinken. Er blieb bei jedem Grab stehen, nannte den Namen des Verstorbenen und erklärte, in welchem Verwandtschaftsverhältnis er zu ihm gestanden habe. Ich lief hinter ihm her, bis wir den Teil des Friedhofs erreichten, in dem seine Mutter begraben war. Hier wurde Nadim unruhig. Die idyllische Stimmung, die uns umgeben hatte, platzte wie eine Seifenblase. Er sagte, seine Familie werde schon seit 10 Generationen auf diesem Friedhof beerdigt. Er lenkte meine Aufmerksamkeit auf die leere Stelle in der Gräberreihe, die auf ihn wartete. Und dann wurde er laut. Der Staat Israel plane, diesen Friedhof verschwinden zu lassen. Man würde die Gräber zerstören und die Gebeine seiner Mutter sowie die aller anderen aus der Erde holen, und dann würde man hier einen Park für die Juden und ihren Messias errichten. Nicht einmal unsere Toten lasst ihr in Ruhe, schrie er mich an. Und du? Was hast du dazu zu sagen, dass ich bald gezwungen sein werde, die Gebeine meiner Familie aus der Erde zu wühlen, um Platz für euren Königspark zu machen? Ohne jede Vorwarnung richtete er das Mikrofon auf mich, als wäre es ein Gewehr. Ich wich zurück. Eine Kuh ist über das Dach geflogen und hat ein Ei gelegt. So hatte meine Mutter immer Gerüchte und Fantasien kommentiert. Auch bei uns war die Totenruhe unantastbar. Bei uns verlegte man Straßen und verwarf Baupläne, sobald man auf menschliche Gebeine stieß. Ich verstand, dass Nadim aufgebracht war. In diesem Moment wurde mir klar, dass Nadim immer Gründe für kontrollierte Zornesäußerungen finden würde, sobald die Kamera zwischen uns war. Ich begriff, dass es seine Art war, mir zu zeigen, dass ich die Böse in dieser Geschichte war. Ich nahm mich zusammen und sagte in sachlichem Ton, wenn er etwas gegen die Zerstörung dieses Friedhofs unternehmen wolle, sollten wir uns mit den zuständigen Stadtplanern treffen und uns nach dem genauen Vorhaben erkundigen. Auch ich war fähig, kontrolliert Zorn zu äußern. »Ich muss zu niemandem gehen«, rief er wütend. Er wirkte wie eine Rakete, die gleich abgefeuert würde. »Vielleicht ist die Zerstörung des Friedhofs nur ein Gerücht und keine Tatsache. Na und? Du weißt selbst, dass Tatsachen viele Gesichter haben, und du weißt auch, dass ich nicht die Sprache der Tatsachen spreche. Wenn ich sage, dass ihr die Gebeine meiner Mutter aus ihrem Grab holt, dann will ich keinen Zweifel in deinen Augen sehen. Ich will keine Erklärungen oder Klarstellungen eines städtischen Beamten hören. Wir haben uns hier getroffen, damit ich dir meine Geschichte erzähle, und dieser Film soll dazu dienen, dass bei euch endlich jemand begreift, wie mein Leben aussieht. Du musst wissen, dass ich mit Gerüchten lebe. Und in der letzten Zeit sagen die Gerüchte, dass meine tote Mutter ausgegraben wird, und dann, lebendig oder tot, wird man auch mich aufstören. Ich leugne ja gar nicht, dass ich schon seit Jahren nicht mehr weiß, was wirklich wahr ist, aber ich weiß genau, dass meine Mutter Staub ist und dass auch ich in euren Augen Staub bin. Du solltest dir übrigens klar machen, dass ich hier in Jerusalem Gerüchte verwirklichen. Während er sprach, filmte er weiter. Er richtete das Objektiv auf mein Gesicht, meine Augen. Seine Kamera verfolgte mich, jede meiner Bewegungen, jeden Wimpernschlag. Eine Statistin, sagte ich mir. Von diesem Moment an bin ich nur noch eine Statistin. Ich atmete tief, spürte den Wind in meinen Haaren und betrachtete die Berge von Jerusalem. Mit Gott kannst du keinen Vertrag schließen, hatte meine Mutter immer gesagt, wenn ich verzweifelt war, aber du musst weitermachen. Sie hat mich nie in Ruhe gelassen.
Wieder haben wir eine Gelegenheit vertan, fasste ich dieses Treffen zusammen. Ich war enttäuscht, dass es mir nicht gelungen war, auch nur eine einzige Frage zu Nadims Mutter zu stellen, zu seinem Zuhause oder zu seiner Familie. Wir waren ihr so nahe gewesen, seiner Familie, seiner Großmutter, seinen Onkeln, und hatten nur gestritten. Am Abend sagte ich zu Dani, mir komme es so vor, als wären wir die meiste Zeit nicht wir selbst, Nadim und ich. Ich wäre alle Juden und er alle Araber. Ich wäre die Armee und er die Hamas. Ich der Besatzer und er der Besetzte. Und nur in manchen Momenten wären wir, trotz allem, Freunde. Thank you. I want to take the time I got to speak to a different direction, especially before the dessert. It will be a bit difficult to deal with the Middle East turmoil. And you know, it started with Friedhof, with cemeteries, and go on with dead people. And something really happened to me in this festival. And I want to be very thankful and to share with you one of my really great feelings. At the evening, around the table, I sat near Nouri El-Jarrah from Syria. He's, of course, my enemy, but this was the first time I met a Syrian person. And while I looked at him, it happened as usually that my memories just jumped out. And I remember that when I was 21, I was a soldier in the Golan Heights. I wanted all the Arabs that they will be dead. I was a hero in the Israeli army. And it was Yom Kippur, a very holy day for the Jewish tradition. At 2 o'clock, the 73 war started. The airplanes of the Syrian were above us. 7 of my best friends were killed at that moment. I was just 21. This was the first time I shared it with my Syrian colleague, and he told me about his losses and about his family. And I think that probably literature is a text, but meeting with readers and meeting with writers, that's probably is the main and the whole story. And I just have a wish, and without the permission, I will ask Nouri El-Jarrah to come, and I want to hug him. Hope he will. Where are you? Don't run away. I know the Arabs. We both know them. This is a real present of a literature festival. Thank you. When she started her talking to you, she said, Nouri, he is my enemy. So, myself, I have no any enemy here, even her. I let you to be the right. Yeah, yeah, okay. No. We are just a writer, we are human beings, we are poets, we are artists, we believe this planet is our home. The problem in Middle East and the very complicated problem in between Palestinian and Israeli, you know about this issue, it's very difficult really. When I met this beautiful woman. My name is Lydia. I know Lydia. Lydia. Yeah. I must be honest. I stole it from the table. It's okay. It's okay. Yeah. When I met her, I asked. She started talking to me. She said, "Yeah, I am your enemy." I said, "Who you are?" I am Lydia. Okay. I'm from Israel. I said, okay, you are Syrian.
We are neighbors. Yeah, we are just close. We have maybe 5 kilometers between my home and her home. When she born, okay. I ask her a question, are you pro-Palestinian? You believe the Palestinian right? The Palestinian, they have their own right to back home because they lost their home because for a reason, everybody knows here, what is it? She said, yes. I said, I can't hug you now. We are friends. Thank you. Thank you for the opportunity.